Mario, nicht schlafen. Willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Und wir fangen gleich an mit einem Kampf. Okay, und los geht's gegen den hier. Den langen Lulatsch. Der erinnert mich ein bisschen an Goofy. Fail. Ah, ich verstehe, so funktioniert der Bosskampf. Ja, und das müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder dreimal machen und jetzt springt er erstmal ein bisschen wild durch die Gegend. Aber mich soll es hier nicht stören. Und er hat mich getroffen, tja, das könnte eng werden. Und komm her. Und getroffen. Ein Leben wäre jetzt nicht schlecht. Und vielleicht wird es doch noch was beim ersten Versuch. Ja, wird es. Sehr gut. 3 Sterne wieder. Monde. Wieso sage ich immer Sterne? Ich habe wohl zu viel Mario Galaxy gespielt. Wir haben eigentlich quasi alles. Ich könnte mir theoretisch noch ein neues Outfit kaufen, aber keine Zeit verschwenden. Und weiter geht's. Und wir haben genügend Sterne, um weiterzukommen. Ich habe schon wieder Sterne gesagt. Man möge es mir verzeihen. Und auf ins Forstland. Wir hatten ja im letzten oder vorletzten Part die Wahl, aber jetzt müssen wir dahin. Ich erinnere mich gerade ein bisschen wieder ans Forstland und ich erinnere mich daran, dass ich damals beim ersten Spielen hier ein bisschen herumgeirrt bin. Und es die Welt ist, die ich meine. Egal. Dann lass mal. Den ersten Mond der Welt kaufen. Das war eigentlich auch eine sinnvolle Investition.
So. Noch mehr. Ich will noch mehr kaufen. Und zwar diesen Mond. Ich setze mich mal anders hin und ich hoffe, dass alles weiterläuft. Und der erste Mond. Und dann gehen wir mal dahin, wo wir sollen. Aua. Und wir müssen 16 Monde sammeln anscheinend. Okay, einen haben wir schon. Yeah. Fehlen noch 15. Ich bin schon wieder gegen das Mikrofon gekommen. Ich hoffe, das hört man nicht. Ich glaube, Blumen. Und jetzt können wir hier links. Oh, das sind ja hier Muttern. Ja, die sammle ich doch gerne ein. Ich, der alte Heimwerker-Profi. Ich glaube, hier hinten war irgendwo ein Mond. Ich glaube doch nicht. Münzen eingesammelt, weil das kann nie schaden. Und hier hoch. So, die Dinger waren cool, mit denen kann man nämlich das hier machen. Man kommt an höher gelegene Orte, ganz ohne Probleme. Spinne? Oh, das. Das müssen wir hochschieben. Ja, das läuft sehr gut. Und die Flagge. Ja, geil. Und ein Mond. Ich habe diese Welt irgendwie als schwerste im Spiel in Erinnerung. Kann sein, dass ich recht habe und davor habe ich Angst. Come on.
Ich räume mal ein bisschen. Yeah. Ja, darum kümmern wir uns später. Und ja, diese Kisten gehen kaputt, wenn wir uns zu viel Zeit lassen. So, das wäre fast in die Hose gegangen. Und hier ist ein weiterer Mond drinne. Yeah. Und dann gehen wir mal hier entlang. Gucken, wo wir hier hingeführt werden. Ja, zurück an den Start. Tja. Das spawnt gleich wieder, also werden wir da gleich mal links laufen. So. Und los geht's. Und rein da. Und los geht's, weiter nach oben. Und runtergefallen. Ja, geil. Aber macht ja nichts, wir können ja hier abkürzen. Und dann würde ich mal sagen, das war's dann von dem Part. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!